Einen wunderschönen guten Morgen euch allen. Wir sind früh aufgestanden, wir müssen ein bisschen Gas geben. Da hinten geht sie gerade auf, die Sonne, und verschwindet auch gleich hinter den dicken Regenwolken, die auf uns zukommen. Also in 2-3 Stunden werden wir so 24-30 Stunden Dauerregen erleben. Wir haben schon mal am Handy geschaut. Weiter oben ist der Fluss schon sehr, sehr stark am Steigen. Viel, viel Holz kommt auf uns zu. Wir sitzen hier auf einer ganz flachen Sandbank. Hatten die letzten Tage wirklich eine schwierige Fischerei. Das ist dann oft der Fall, wenn die Fische auf Wasser warten. Denn die spüren sowas viel, viel schneller als wir. Ja, und viel, viel schneller als irgendeine App und irgendein Wetterdienst. Vielleicht war das der Grund. Wir müssen auf jeden Fall jetzt Gas geben, sonst saufen wir ab. Und dann bin ich mal gespannt, ob wir auf der Welle, die auf uns zukommt, mitreiten können. Ihr seid dabei, wir zeigen euch ein bisschen, was wir machen, was wir erleben, wie die Fischerei wird. Es wird spannend, bleibt dran. Die beginnt genau jetzt, oder besser gesagt, die Arbeit, die Vorbereitung, bevor die Welle auf uns zukommt. Wir haben uns jetzt einen möglichst hohen Punkt gesucht, ja, wo wir oben unser Lager aufbauen. Weiß keiner genau, was kommt. 3,5-4 Meter zeigt auf jeden Fall die Anzeige. Wir gucken nachher noch mal zusammen aufs Handy. Ich zeige euch mal, was uns da erwartet. Und da ist jetzt ganz wichtig, dass wir erstmal sicher sitzen. Hier im Ufer haben wir überall Bäume, die rüberragen, die uns ein bisschen den Strömungsdruck später brechen werden und auch ein bisschen das Holz aufhalten, weil in ein paar Stündchen ist das hier nicht mehr der gleiche Fluss. Dann sieht es komplett anders aus. Achtet mal drauf, jetzt haben wir noch relativ klares, sauberes Wasser. Aber in ein paar Stunden wird es hier richtig kaffeebraun werden und es wird richtig Holz kommen und Schaum. Und das sind dann die Vorreiter der Flut. Ich glaube, ich habe euch nicht zu viel versprochen. Vor ein paar Stunden haben wir unseren alten Angelplatz verlassen. Der große Fluss war ganz klar und niedrig und jetzt ist die Welle bei uns hier eingetroffen. Der ganze Fluss ist voll mit Schaum, voll mit Holz und das Wasser ist richtig kaffeebraun. Schön Milchkaffee. Gute 4 Meter rollen da auf uns zu. Ich zeige euch das mal auf meinem Handy, wie das aussieht, also wie man da die Kurve nach oben steigen sieht. Und es ist ganz wichtig, dass ihr da immer ein bisschen aufpasst und up to date bleibt. Denn wenn ihr zu flach sitzt, unser Angelplatz, mit dem sind wir schon fast pari, aber wenn man zu flach sitzt und das nicht im Auge hat, kann man auch ganz schnell mal nasse Füße bekommen oder nassen Popo, ja. Wenn das Wasser über Nacht kommt und man da nicht Acht hat, kann es ganz schnell gefährlich werden. Ja, gute 1,5-2 Meter stehen uns noch bevor und dann ist erstmal der Peak erreicht. Wahnsinn, Wahnsinn, wie schnell das geht. Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. Der Schaum, der jetzt überall auf dem Fluss läuft, ist übrigens ein Anzeichen dafür, dass noch gut Wasser nachkommt. Umso mehr Schaum auf der Wasseroberfläche treibt,
umso schneller steigt das Wasser weiter oben. Der Schaum entsteht, wenn diese ganzen sandigen, lehmigen Ufer hier am Po ins Wasser stürzen. Also wenn sich das Wasser am Ufer entlang frisst, ansteigt, bricht immer wieder Sandufer ins Wasser ein und dadurch entsteht diese Schaumbildung. Und umso mehr Schaum auf der Wasseroberfläche hier transportiert wird, umso mehr Wasser und schnell steigendes Wasser kommt auf uns Angler zu. Also der Schaum immer ein wichtiges Indiz. Und wenn der Fluss sich dann irgendwann einpegelt, stagniert, wird er auch plötzlich ganz schnell wieder sauber, die Oberfläche. Er bleibt noch eine Zeit lang braun. Aber der ganze Dreck, das ganze Treibgut nimmt dann ab. Aber das wird noch einige Zeit dauern. Also jetzt ist es wirklich ganz wichtig, die Montagen, U-Posen und auch die Freestyle-Montagen, je nachdem, wie ihr vorgehen möchtet in so einer Phase, richtig im Ufer zu verstecken. Weil wenn er jetzt zu weit draußen angelt oder zu niedrig anbindet, wird euch hier alles, das ganze Zeug, was darunter kommt, alles wegreißen. Habt ihr keinen Spaß. Ich habe mich jetzt mal hier hoch an den Damm verzogen. Hier kommt das Wasser definitiv nicht hin. Also wenn diese Dämme hier am großen Fluss brechen oder überflutet werden, dann ist Land unter in Italien. Hier sitzen wir sicher. Ich möchte euch jetzt mal in Kürze die Montagen zeigen, die bei der Hochwasserfischerei, bei dem steigenden Wasser dicht an den Hecken bei uns zum Einsatz kommen. Mit das einfachste System kennt ihr schon aus zahlreichen Videos von mir, ist die Haarmontage zur Präsentation eurer Köder direkt im überfluteten Wald. Kleiner Haken, der 8-0er Fanghaken und direkt über den Haken ein Frontzone-Blei direkt auf dem Vorfach fixiert, um die Ködertiefe exakt einstellen zu können. Wie die Haarmontage im Detail zusammengebaut wird, da habe ich vor einiger Zeit auf meinem Kanal ein sehr ausführliches Video gemacht. Ich verlinke euch oben mal den Film. Je nach Ködergröße nutze ich natürlich auch ein Zweierhakensystem. Bei der Haarmontage wird ja der Köder nur am kleinen Halterhaken fixiert und der obere Haken, der Fanghaken, bleibt komplett frei im Wasser. Kommen jetzt aber größere Köderfische zum Einsatz oder auch hochrückige Köderfische, greife ich auch sehr gerne auf ein Zweierhakensystem zurück. Wie ihr es hier sehen könnt, habe ich auch schon eins vorbereitet, bestehend aus einem kleinen Ghost Hook ganz am Ende und dem Fanghaken im vorderen Bereich. Auch mit einem kleinen Frontzone-Blei vorne dran, 8-0er Fanghaken und im hinteren Bereich ein kleiner Einzelhaken-Ghost-Hook, dem ich dem Köderfisch schön aggressiv in die Seite stecken kann. Also Zweierhakensystem immer große Köderfische, also Fische, sage ich mal, ab 25 bis 30 cm Länge, hochrückige Fische oder auch in Zeiten und Situationen, wo ihr aufgrund des Fressverhaltens der Welse, es gibt Momente und Zeiten im Jahresverlauf, wo die Waller die Köder von hinten attackieren. Und dann kann es natürlich passieren, dass ihr auf die Haarmontage Fehlbisse bekommt. Also wenn ihr das merken solltet, in dem Moment gehe ich auch sofort auf ein Zweierhakensystem über. Und wie ihr dieses ganz einfach und schnell zusammenbauen könnt, als sogenanntes Kombi-Vorfach, wo ein steifer Bereich des Monos auf einen geflochtenen Bereich trifft, um eure Ködergröße ganz flexibel anpassen zu können. Das zeige ich euch jetzt, wie ihr es ganz schnell montieren könnt. Wir brauchen gar nicht viel. Wir brauchen den 8-0er Mega-Hook. Wir brauchen einen Ghost-Hook. Dann nutze ich sehr gerne den Single-Ghost-Hook. Je nach Ködergröße, auch die Hakengröße angepasst. Hier haben wir einen 7-0er Single-Einzelhaken-Ghost-Hook. Dann brauchen wir das Frontzone-Blei, um unseren Köder exakt in der richtigen Tiefe präsentieren zu können.
Von den Gewichten her des Frontzone Blei orientiert euch bitte immer an der Strömungsstärke, in dem Bereich, wo ihr auch angeln möchtet. Ich suche ja in der Regel immer strömungsberuhigte Bereiche bei der Hochwasserfischerei auf, also wo zum Beispiel Bäume als Puffer dienen, ich danach ein ruhiges Kehrwasser habe, die harte Strömung draußen vorbeidrückt, denn dort genau werden die Waller reingehen, also wir brauchen da nicht zu viel Blei. Also bei den Frontzone Blei nutze ich sehr gerne Gewichte zwischen 10 und 40 Gramm, das ist in der Regel vollkommen ausreichend. So, fangen wir an. Wir ziehen uns zuerst von unserem Mono-Vorfach in der Stärke 1,2 mm, gute 2 Meter von der Spule. Ich messe mir das dann immer so ab. Das dient uns als Hauptvorfach. Jetzt bauen wir im nächsten Schritt den Stinger. Hier nutze ich in letzter Zeit sehr gerne unser Zeus Universal Leader. Ist eine ganz, ganz abriebsfeste Schnur. Hier in der Stärke von 0,80 mm. 16-fach geflochten. Unheimlich abriebsfest und spleißbar. Also ihr könnt diese Schnur sowohl als Vorfachmaterial verwenden, aber auch als Schlagschnur beim Angeln der Steinpackung. Ja, also ganz universell einsetzbar. Hier ziehe ich mir jetzt gute 15 bis 20 cm runter, dass ich ein bisschen Puffer zum Bauen habe. Und fixiere im ersten Schritt meinen Ghost Hook am Ende des Vorfachs. Dafür mache ich als erstes so einen kleinen Knoten hinten an die geflochtene. Gehe jetzt mit dem Stück geflochtenen hier durch das Hakenöhr des Ghost Hooks bis hinten. Dass der kleine Fixierungsknoten, den ich eben gebaut habe, knapp vorm Hakenöhr im oberen Bereich des Hakens liegt und wickle das Ganze fünfmal zurück. Achte darauf, dass ihr nicht über die Nadeln des Ghost Hooks wickelt, dass diese schön, die Haltenadeln schön frei bleiben. Und gehe jetzt zur vollständigen Fixierung des Hakens mit dem Schnurende der geflochtenen durchs Hakenöhr nach oben wieder raus und habe jetzt meinen Ghost Hook ganz perfekt fixiert. Euer geflochtenes Vorfach ist so bombenfest mit dem Einzelhaken verbunden. Um diese Wicklung nochmal zu schützen, ein bisschen zu sichern, nehme ich ein ganz kleines Stück Gummischlauch und schiebe das von hinten dann über den No-Knot-Knoten rüber. Einfach auffädeln und über die Wicklung am Hakenschenkel drüber schieben, ein bisschen anfeuchten. Dann geht es ganz perfekt drüber, dass nur der kleine Bereich exakt bis zu den Nadeln, bis zu den Biegungen der Nadeln und vorne bis zum Hakenöhr den No-Knot-Knoten am Einzelhaken schützt. Ins obere Ende kommt jetzt eine Schlaufe, zuvor auch wieder ein kleiner Sicherungsknoten. Ganz ans Ende eures Geflechts. Und direkt darunter jetzt eine eng gebundene Schlaufe. Ganz normale Hausfrauenschlaufe könnt ihr da nehmen. Und diese Schlaufe wird jetzt an eurem Fanghaken einfach eingeschlaucht. Mein verwendeter Lieblingshaken für diese Montage, der Plaquett Mega Hook in der Größe 8.0 bis 10.0, je nach Ködergröße, hat ein komplett geschlossenes Öhr, ein großes Öhr, das ihr auch schön mit den Schnüren da arbeiten könnt und so eine seitlich wegstehende Spitze. Das ist ganz wichtig für ein gutes Hakvermögen beim Angeln später. So, jetzt nehmt ihr euren sogenannten Stinger mit der Schlaufe oben und geht mit dieser Schlaufe von hinten durch das Hakenöhr hindurch. Öffnet die Schlaufe und schlauft einfach euren Ghost Hook ein und legt dann die Schlaufe so über euer Hakenöhr, dass es schön eingeschlauft am Haken ist. Also das ist eine bombenfeste Verbindung, eine saubere Verbindung und zeitgleich auch eine bombenfeste Verbindung der Geflochtenen auf diesen Einzelhaken. So, jetzt kommen wir zur Mono.
Die wird jetzt mit dem Einzelhaken verbunden. Diese Schlaufe schön eng hinten am Hakenschenkel anlegen. Die Mono durchschieben und fixieren. Beide Schnüre hinten schön am Hakenschenkel eng fixieren. Denn jetzt beim Wickeln kommt es darauf an, dass er gut arbeitet, damit das alles sich schön schließt. Ich gehe jetzt mit dem abgehenden Ende zurück, lege das um das Öhr und wickel fünfmal zurück. Fixiere das Ganze, dass die Mono sich nicht aufsprenkeln kann und gehe mit dem Ende meiner Mono oben durch das Hakenöhr von hinten nach vorne zur Spitze wieder raus. Wenn ihr anfangs Probleme haben solltet, die Mono durchzubekommen, rate ich euch, die einfach am vorderen Ende hier scharf anzuschneiden, dass es spitzer wird und dann kriegt ihr sie ganz problemlos durch. Die Mono wird jetzt komplett wieder durchgezogen, bis sie am Einzelhaken schließt. Wicklungen liegen schön nebeneinander. Das abgehende Geflecht liegt schön oben auf dem Hakenschenkel darunter. Eine ganz tolle, sichere, saubere Verbindung. Das letzte abstehende Stück Mono hier unten biege ich dann mir immer so ein bisschen hoch. Schneide es kürzer und erhitze das letzte Stück hier, dass so ein kleiner Knubbel entsteht. So ein bisschen in sich zusammenschmilzt. Aufpassen, dass er die anderen Schnüre da jetzt nicht mit erhitzt und beschädigt. Jetzt kommt der Knubbel. Das reicht schon. Lass den Knubbel in sich da schmelzen und aushärten jetzt. Und die Verbindung ist ganz perfekt in sich geschlossen. Um diesen Bereich jetzt hier wieder etwas harmonischer auslaufen zu lassen und in sich zu schützen, nutze ich wieder ein kleines Stück unseres Gummis in der Stärke 3x6 mm. Braucht da gar nicht viel. Und schiebe diesen hier über die Wicklung, vorher ein bisschen anfeuchten. Vorfach oben dran schön straffen. Und schließt schön diese Verbindung beider Schnüre auf dem Haken schön eng anliegend ab. Ein bisschen nachschieben noch. Das geht ganz problemlos. Passt perfekt diese Gummistärke auf diesen Knoten und ich schiebe das Ganze jetzt so weit. Ui, die Entenjäger sind unterwegs, da wird schon wieder scharf geschossen. Ich schiebe das Ganze jetzt so weit, dass fast mein Hakenöhr oben schon wieder leicht zum Vorschein kommt. Also nicht abstehen lassen aufs Vorfach, da verliert der Haken seine Drehfreudigkeit. So weit runterschieben, ungefähr hier bis zu dem Bereich, wo die Spitze des Einzelhakens beginnt und oben im Bereich, dass das Öhr langsam wieder zum Vorschein kommt. So, euer System, euer Kombi-Vorfach bestehend aus dem geflochtenen Zeusleder am Ende und oben dem steifen Bereich, dem Mono, dem 1,2 mm starken Mono-Vorfach, ist jetzt weitgehend fertiggestellt. Ihr habt jetzt auch die Möglichkeit oder könntet jetzt theoretisch hier auch eine U-Pose drauf fixieren, das bleibt euch überlassen. Wir wollen aber jetzt das steigende Wasser nutzen, um unsere Köder mit sogenannten Frontzone-Montagen dicht an den Hecken, dicht am Holz zu präsentieren. So, ich fixiere jetzt noch schnell das Blei bei meinem Köder. Dazu kommt wieder ein kleines Stück Gummi zum Einsatz, diesmal ganz, ganz kurz, vielleicht einen Zentimeter Länge. Wird auf die Mono draufgeschoben. Dann gehe ich auf dem rückwärtigen Wege mit der Mono wieder zurück, feuchte das kurz an, ziehe schnell, der Gummi überschlägt auf meinem Vorfach. Ich schiebe den jetzt circa 20 cm vor meinen Einzelhaken. Jetzt folgt schon das Blei. Und das Blei ist schon mal an der Unterseite zum Haken hin, zum Köder später
sicher fixiert. Damit das Blei aber später beim Angeln nicht hin und her rutschen kann, fixiere ich schon mal von oben wieder ein kleines Stück Gummi. Dient hier als Bleistopper. Wird ganz einfach wieder auf eurer Schnur fixiert. Anfeuchten, schneller Zug. Und das Tolle an diesen Gummistoppern ist, ihr könnt euer Blei ganz variabel auf dem Vorfach einsetzen und ganz sicher fixieren, ohne dabei die monophile Schnur irgendwie zu beschädigen. Im Großen und Ganzen ist euer Frontzone-Vorfach jetzt schon fertig gebaut. Ans Ende kommt jetzt noch der Wirbel. Ich nutze hier sehr gern den reinen Wirbelkörper. Achtet darauf, dass er kugelgelagert ist, dass er sich schön dreht. Ans Ende wieder, kurz bevor der Wirbel montiert wird, ca. 5-6 cm langes Gummistück. Und jetzt nutze ich den sogenannten Augenknoten zur Verbindung meines Vorfachs mit dem Wirbel. Ich lege den Wirbel in die Mono hier am Ende rein. Gehe mit der Mono zurück, führe das abstehende Ende zweimal durch die entstandene Schlaufe, schiebe jetzt den Wirbel in diese Schlaufe hinten rein, fixiere mit der linken Hand das kurze und das lange Ende, mit der rechten den Wirbel, ziehe das Ganze zusammen. Das seht ihr, jetzt entsteht das sogenannte Auge. Schließe dieses ab mit einem Achterknoten, Schnur zurücklegen, in sich einmal drehen, mit dem Wirbel durch die entstandene Schlaufe des Achterknotens gehen und das Ganze richtig fest zuziehen. Über diesen Achterknoten schiebe ich jetzt das Gummistück drüber, damit das schön wieder harmonisch ineinander geht und der Knoten perfekt geschützt ist. Wieder leicht anfeuchten. Dann geht der Gummi da ganz toll drüber. Und ihr habt eine super Verbindung. Hier im unteren Bereich seht ihr jetzt, wie schön der Wirbel in dem Auge sich bewegen kann, wie der schön frei beweglich ist. Die Mono kann nicht knicken, auch unter starkem Zug. Eine ganz tolle Sache. Überstehende Ende. Jetzt noch passgenau mit dem Gummiende abschneiden. Und ihr habt ein ganz perfektes Vorfach für die Fischerei jetzt bei steigenden Wasserverhältnissen, um euren Köder direkt in den Hecken im Überschwemmungsgebiet anbieten zu können. Bevor ihr jetzt euer Vorfach mit eurer Hauptschnur verbindet, braucht ihr noch den optimalen Fixpunkt für die Höheneinstellung eurer Montage und für die Fixierung der Reißleine. Da gibt es zwei Möglichkeiten, die ich sehr gerne einsetze. Als erstes nutzt ihr so einen kleinen Wirbel hier zur Aufnahme der Reißleine. Schiebt den auf eure Hauptschnur drauf und jetzt habt ihr zwei Möglichkeiten zur Fixierung der Höhe eurer Montage, wie weit diese über der Wasserlinie gespannt sein soll und zur perfekten, sicheren Fixierung des Reißleinwirbels. Auf der einen Seite, die wohl gängigste Montage, ist so ein kleiner Schwimmer, 50 Gramm Tragkraft. Mehr braucht ihr auch gar nicht, denn dieser wird komplett über der Wasserlinie gespannt. Um den Schwimmer jetzt perfekt auf eure Hauptschnur zu fixieren, nutze ich so ein kleines handelsübliches Knicklicht. In unseren Plakettschwimmern ist innen drin so ein Gummischlauch eingesetzt, wo diese Knicklichter ganz perfekt und schnurschonend eingesetzt werden können. Der Schwimmer ist jetzt schon auf eurer Hauptschnur fixiert, aber wenn jetzt richtig Druck drauf kommen würde, würde die Schnur immer noch durch den Schwimmer durchrutschen.
Und damit das nicht passiert, nehme ich meine Hauptschnur und lege einen einfachen Schlag über dieses Knicklicht. Und durch diesen Schlag am Knicklicht ist euer Schwimmer ganz sicher auf der Hauptschnur fixiert. Der Reißleinwirbel läuft dagegen und alles ist ganz fest miteinander verbunden und nichts kann mehr rutschen. Hier an diesem kleinen Wirbel kommt jetzt eure Reißleine, ganz kurzes Stück. Ich rate zu einer 0,35er Mono, damit es kein Gummiband wird und einen riesen Dehneffekt gibt. Wird einfach hier vorne eingeklinkt und auf der anderen Seite mit eurem Ausleger direkt am Hindernis verbunden. Wenn jetzt der Fisch beißt und richtig Druck auf die Montage kommt, reißt die Reißleine, die gespannte Rute federt zurück. In den meisten Fällen hängt dann schon der Waller selbst und sicher gehakt durch dieses System und der Drill kann beginnen. Wenn es auf richtig weite Angel- bzw. Spannentfernungen geht ins Überschwemmungsgebiet und ich auf komplettes Gewicht an meiner Montage verzichten möchte, um die Schnur wirklich auf weiten Wegen auch schön über Wasser spannen zu können, verzichte ich auf diese Schwimmer und nutze einen anderen Trick. Hier kommt wieder unser Schlauch zum Einsatz. Ich schneide mir hier wieder ein circa 6-7 cm langes Stück Schlauch runter, fädle den Schlauch anstatt des Schwimmers auf meine Hauptschnur. Denn dieser Schlauch fasst auch optimal das Knicklicht. Ich schiebe das Knicklicht dann an gewünschter Position zur Tiefeneinstellung und zur Reißleinfixierung in meinen Schlauch rein. Ungefähr bis zur Hälfte, dass es noch ein gutes Stück hinausschaut. Fixiere das Ganze wieder mit dem einfachen Schlag über das Knicklicht und habe den gleichen Effekt wie eben mit dem Schwimmer durch ein Stück Schlauch mit einem innenliegenden, innensteckenden Knicklicht erzeugt. Also beide Möglichkeiten habt ihr beim Angeln jetzt in der steigenden Phase mit eurem Frontzone-Bleivorfach zur Möglichkeit, um die Tiefe bzw. die Höhe der Montage zum Anbinden an das Hindernis zu bestimmen und einen optimalen Fixpunkt für eure Reißleine an der Montage zu haben. Was ihr von beiden Möglichkeiten auf eure Montage zur Fixierung der Reißleine einsetzen möchtet, überlasse ich euch, aber ihr kennt jetzt auf jeden Fall die beiden effektivsten Methoden, um in dieser steigenden Periode eure Köder direkt am Hindernis zu präsentieren. Und jetzt fahren wir raus und setzen die Montagen aus und ich zeige euch nochmal, was für Ausleger ich benutze, in welchen Abständen die genau vorm Hindernis angebracht werden müssen und auf welcher Ködertiefe unsere Köderfische angeboten werden. Auf geht's! Hier habt ihr jetzt einen ganz, ganz heißen Angelplatz für eine steigende Periode. Zwei Bäume dicht hintereinander bilden hier ein richtig schönes Loch. Die Strömung, die von oben drauf trifft, wird am ersten Busch hier gebremst. Das Wasser steht hier fast. Hier draußen läuft die Strömung lang. Ganz ruhig, dreht hier unten wieder raus. Dort seht ihr auch größere Bereiche von Holz, die so seitwärts dann reintreiben und von dem Schaum. Aber direkt hier hinter dem oberen Busch können wir lange sauber eine Montage präsentieren und da werden wir jetzt den Ausleger anbringen und uns dann so immer weiter Plätze besuchen, immer weiter hochfahren von unserem eigentlichen Lager aus und ruhige Ecken suchen, wo die Montagen unsere Köder dann jetzt in der steigenden Phase locken. Hier läuft jetzt schön die Kante hoch und wir sind schon mitten im Busch. Und genau diese Bereiche hier, die ihr da erkennen könnt, solche Bereiche suche ich dann für meine Ausleger.
werde jetzt hier im hinteren Bereich des Busches schön im Winkel vor zum nächsten Busch meinen Ausleger montieren. Ich nutze hier ganz kleine, leichte Ausleger, gerne mit Reflektorband, damit ich sie auch nachts nach einem Biss schnell mit der Kopflampe wiederfinden kann. Und setze diese circa 1 Meter, 1,50 Meter über die Wasserlinie. Also ich muss jetzt ja auch damit rechnen, dass das Wasser noch weiterhin steigt, um sicher und sauber angeln zu können. Achtet darauf, dass ihr stärkere Äste benutzt, also nicht zu dünne Äste, die dann so mitfedern, weil das kann Fehlbisse geben. Und den Ausleger dann so lang wählen, dass er direkt ganz knapp vom Hindernis vor der Graskante sitzt. Das passt. Hier seht ihr nochmal schön im Detail die Doppelmontage. Ghost Hook Einzelhaken, der Mega Hook, 2 Meter Vorfach und circa 20 cm vor dem Fisch. Frontzone Blei 20 Gramm. Hier für die stillen stehenden Bereiche neben der starken Strömung des Flusses. Hier seht ihr die Freestyle-Montage, wie ich sie euch vorhin am Ufer auch erklärt habe, mit dem Stück Gummi und dem Knicklicht zur Tiefeneinstellung. Dahinter der Ausleger, knapp in der Hecke. Circa jetzt 1,50 Meter über der Wasseroberfläche angebunden, genau hier zwischen zwei Hecken. Ja. Der obere Baum hier im Hintergrund schützt meine Montage vor Treibholz und Treibgut, was von oben jetzt hier den Fluss runterkommt. Und ich kann schön sauber, ganz ufernah an den überspülten Büschen jetzt hier meinen Köder präsentieren. Wo ich immer drauf achte, ist, dass bei der Präsentation der Wirbel knapp über der Wasseroberfläche hängt. Also nur das Vorfach mit dem Köder in die Wasseroberfläche eintaucht und so keinerlei Störgeräusche entstehen. Da ist es dann natürlich ganz wichtig, dass man permanent immer mal wieder in dieser steigenden Wasserphase schaut, die Ruten nachstellt, dass alles immer schön über der Oberfläche steht. Und wenn jetzt über Nacht 1-2 Meter Wasseranstieg kommt, sinkt natürlich auch die Montage, das Wasser kommt nach oben, da muss man immer dabei bleiben. Aber jetzt zum Start von so einer ansteigenden Phase, 1,50 Meter, 1,80 Meter, also so hoch wie ihr anbinden könnt, drüber anbinden, den Köder erstmal auf die Tiefe setzen, wo ihr die Fische vermutet und dann immer mit der Montage mitgehen, wenn das Wasser weiter steigt. Die zweite Montage. Hier weit nach oben gespannt, habe ich direkt vor so einem großen, überhängenden Baum, vor die Äste, die jetzt schon leicht ins Wasser hineinragen, gehangen. Das lieben die Welse, so Versteckmöglichkeiten. Holz, Äste, Hecken im Wasser, genau hier angrenzend, so ein langes Buschland. Da guckt sogar noch ein bisschen Ufer raus, was jetzt langsam absäuft, was langsam zugespült wird. Und da wird natürlich ein Haufen Nahrung freigespült. Dort ziehen die Weißfische rein zum Fressen. Und genau an der Kante jetzt hier vorne sitzt unsere Montage. Hier oben in diesem stillen, ruhigen Bereich, im Hintergrund seht ihr ein bisschen das Wasser durchblinzeln. Da drückt jetzt überall der Fluss rein. Zwischen so einem Zu- und Auslauf, zwischen den Hecken, denke ich, da werden immer Fische durchkommen. Und hier seht ihr das System mit einem kleinen Schwimmer und dem Knicklicht oben drin zur Fixierung. Der Ausleger. Und ganz wichtig, wieder so geangelt, dass mein Wirbel über der Wasseroberfläche hängt. Diese Montage habe ich etwas tiefer eingestellt, auch genau über dem Grasland. Ich zeige es euch mal auf dem Echolot, wie es hier aussieht. Da unten kommt, glaube ich, auch gerade ein Fisch durchs Bild, ganz spannend. Das ist irgendein kleinerer Fisch. Hier geht die Kante hoch vom Fluss ins Ruhige und hier vorne beginnt dann schon
das Grasland. Also ganz, ganz dicht an den Hecken am Hindernis geparkt. Kleine, leichte Schwimmer. 35er Mono als Reißleine, reicht vollkommen, die Schnur kann einiges ab. Leichter Ausleger, kleiner Schwimmer, mit dem Knicklicht die optimale Tiefe eingestellt durch den doppelten Schlag, wie ich es euch vorhin am Ufer gezeigt habe. Ja. Die nächste Montage ist scharf. Schauen wir mal, wie das Wasser jetzt hier weiter steigt. Ansonsten immer wieder rausfahren, nachstellen, Köder nachstellen. Und dann ganz wichtig, nach dem Auslegen hier die Schnüre auf die Hecken drauflegen, damit ihr Treibgut und diesen ganzen Dingen, die jetzt hier runterkommen, etwas entgehen könnt und möglichst lange sauber eure Köder in den heißen Bereichen hier präsentieren könnt. Durch das hohe Legen der Schnüre in die Bäume, wie ihr es jetzt hier schön sehen könnt, schön gestaffelt übereinander, die drei Montagen, die wir flussauf in die strömungsberuhigten Bereiche hinter den Bäumen gespannt haben, halten wir unsere Schnüre sauber und sind bestens geschützt vor dem ganzen Treibgut, vor dem ganzen Holz, was jetzt in dieser Hochwasserphase den Fluss herunterkommt. Denn wenn er irgendwo zu flach angelt, das Wasser steigt ja auch noch nach, der Dreck kommt, kann es sein, dass innerhalb kürzester Zeit nach dem Auslegen, nach der Arbeit, die ihr euch gemacht habt, alles wieder kaputt geht, weil irgendein Baumstamm eure ganzen Montagen mitreißt. Also immer schön weit oben reinlegen, wenn es euer Angelplatz hergibt. Mit der Rudel langsam hochgehen, nicht mehr kurbeln. Ja, denke mal. Hoch, hoch die Rudel.
ich muss mal erstmal gucken, was da. Flosse geborstelt. Die noch nicht also komisch. Wie der Haken ist. Frontzonblei, Haarmontage, dicht an den Hecken geparkt und ganz schöner kleiner Fettsack. Merkst du richtig die ganzen Fische im Bauch? Voll. Petri. Vielen Dank. Guten Morgen. Eben kam die zweite Aktion auf eine der hochgespannten Ruten. Es hat leicht geklingelt, ist dann aber nichts mehr passiert. Ich kontrolliere jetzt mal oben den Köder. Also es bringt nichts dann definitiv sofort immer anzuschlagen, wenn man das Gefühl hat, das war's jetzt. Ja. Das war ein Fehlbiss. Einfach mal hochfahren, schnell gucken, ob noch alles passt. Oder gegebenenfalls den Köder dann wechseln. Ich fahre jetzt aber mal hoch, schaue mir das erstmal an, was da passiert ist. Definitiv, unser Köder kann es nicht gewesen sein. Hängt sie die Montage. Auch hier wieder ein schönes, ruhiges Loch zwischen den Hecken. Ganz ruhige Strömung. Und hier kam eben die Aktion, aber Fisch hängt nicht drauf. Jetzt schauen wir mal, was da Sache ist. Ach Gott. Ach Gott. Was ist denn das? Ach Gott. Das sowas schon mal gesehen. Boah. Also der Köderfisch hier war gestern Abend noch frisch und jetzt im Morgengrauen sieht das so aus. Unglaublich, unglaublich. Mittlerweile weiß ich auch, was das ist. Früher war ich ganz erschrocken. Katzenwelse. Katzenwelse greifen den Köder an, töten den und zutscheln den dann so aus. Und bei der Haarmontage, die hier in dem Fall eingesetzt wurde, habe dann natürlich wenig Chancen, so einen Fisch zu haken. Will ich auch gar nicht haken. Aber wenn der Köder dann morgens so aussieht, das Klingeln war eben noch da, das waren wahrscheinlich dann die letzten in der Reihe, die er da rausgezogen hat, ist natürlich sinnlos. Unglaublich. Und diese Art, diese Spezies entwickelt sich ganz prächtig, ganz hervorragend gerade im Moment hier in Italien. Schaut euch das an. Also deswegen immer, wenn ihr eine leichte Aktion habt, wo ihr denkt, das war jetzt nicht mein Köderfisch, sofort nachschauen, nicht, dass sowas passiert. Denn dann sitzt er hinter einer toten Rute. Wahnsinn. So, die entsorgen wir jetzt und machen wieder einen frischen Bait drauf. Unglaublich, wie sowas geht. Nichts mehr übrig. Das ist wirklich der Wahnsinn mit diesen Katzenwelsen. Ich weiß nicht, wo das noch hinführen soll. Bei jedem Klingeln, wo man sich früher sicher war, der Köder wird aktiv, kann es heute auch der Fall sein, dass da schon ein Katzenwels sich zu schaffen macht und unsere Köderfische sprichwörtlich aussaugt. Wir sind wieder am Packen. Ich bin schon wieder am Suchen nach einem neuen Platz. Die Welle ist vorübergezogen, das Wasser geht jetzt langsam wieder in die fallende Phase. Das Topwater-Angeln, das Freestyle-Angeln direkt in den Bäumen
ist somit vorbei. Vier Fische kamen in dieser Phase, zwei kleinere. Bei einem war der ja auf dem Boot mit dabei. Und Matze und Tina konnten auch noch einen starken Fisch in dieser Phase abholen. Wir sind ganz zufrieden. Jetzt heißt es wieder, sich neu zu organisieren. Ich habe jetzt vor, direkt hier in diesen Hecken, wo das Wasser noch drunter steht und langsam rausläuft, mit U-Posen zu angeln. Ob das funktioniert und wie das funktioniert, wie wir das machen, das seht ihr im nächsten Video. Viele Grüße, bleibt gesund, dicke Fische für euch, euer Stefan. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.